denke, ein völlig verdienter Sieg über die gesamte Spielzeit. Haben erste Halbzeit ein sehr gutes Umschaltspiel an den Tag gelegt. Hatten aber auch, muss man auch so ehrlich sein, bei 0-1 hat Kevin einen Big Save gegen Markus Thüram. Wo Gladbach wieder zurückkommen könnte mit einem Fehler von uns. Und ja, sonst haben wir erste Halbzeit eigentlich die Spieler das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, was wir ihnen gezeigt haben. Ja, er hat das nötige Selbstvertrauen, weil er ein paar Tore erzielt hat. Und ja, wie auch dann das Zweite, das sind alles Themen, die wir jetzt seit über einem Jahr mit ihm besprechen. Ja, den Ball, dass er einen guten ersten Kontakt hat und dann hat er einfach auch die Zeit, um den Abschluss zu setzen. Ja. Für ihn ist genauso wichtig, dass er, dass er da bescheiden bleibt, dass er am Boden bleibt und immer auch weiß und am Ende sind es immer die Offensivspieler, die dann gefeiert werden. Aber bei allen Toren war der Ballgewinn von irgendeinem anderen Spieler und der Assist war auch von einem anderen Spieler. Es ist immer eine Mannschaftsleistung und deswegen will ich jetzt ihn auch nicht herausheben, obwohl er natürlich heute sehr wichtige Tore erzielt hat. Das Halbzeitergebnis von 0-3 war, fühlte sich ein bisschen surreal an, weil ich glaube, dass, obwohl wir 0-3 zurückgelegen haben, nicht so schrecklich viel zwischen den beiden Mannschaften an Unterschied zu erkennen waren. Ich habe jetzt noch keine Statistiken gesehen, aber ich würde vermuten, wenn man sich so Ballbesitz, Zweikämpfe, Expected Goals und so weiter anschaut, dass da, glaube ich, nicht so schrecklich viel zwischen den beiden Mannschaften war. In der zweiten Halbzeit kannst du dann ja nicht durchdrehen und alles irgendwie auf den Kopf stellen, weil sonst wird dich so eine konterstarke Mannschaft mit so viel Tempo, so viel Klasse, die es gewohnt ist, in der Champions League zu spielen, dann natürlich komplett auseinandernehmen und noch mehrere Tore einschenken. Ich finde, wir haben es gut gemacht, weil du musst dich Step by Step dann natürlich ins Spiel zurückkämpfen. Nochmal Glückwunsch und Gratulation an Oliver. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft dann eine ganz, ganz hohe Effizienz und Effektivität an den Tag gelegt. Das war der Unterschied und deswegen war es auch ein verdienter Sieg. Und deswegen Gratulation an Frankfurt.